Hi zusammen, Hannes hier für notebooksbilliger.de und ich habe heute gleich zwei Notebooks für euch, denn wir haben hier nämlich die Acer Aspire V Nitro in der 2017er Version, auch natürlich gleich die Black Edition und hier möchte ich euch zeigen, wie ihr die 15 Zoll Version bzw. die 17 Zoll Version aufrüsten könnt, sprich eine SSD nachrüsten, Arbeitsspeicher nachrüsten, aufrüsten, HDD tauschen und so weiter und so fort, denn das war in der Vergangenheit ja bei den Geräten ein bisschen problematisch und da schauen wir einfach mal, ob sich das jetzt gebessert hat. So, und dann wären wir bei der 17 Zoll Version der Acer Aspire V Nitro 2017. Und wir haben hier das Modell mit Tobii Eye Tracking. Das hat nur eine kleine Besonderheit. Ihr müsst nämlich ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ihr oben die Zierleiste abnehmt. Ist aber soweit auch nicht weiter wild. Es ist halt nur, dass hier ein paar Sensoren drunter sitzen, die ihr am besten nicht kaputt machen solltet. Daher ein bisschen vorsichtiger sein, aber ansonsten auch, wie schon beim vorigen Modell, einfach hier erstmal ein bisschen mit den Fingernägeln reingehen. Die sitzt nicht so fest. Und dann könnt ihr die auch schon nach oben abziehen. Und hier sehen wir nämlich auch schon die Reihe an Sensoren, die eben für das Eye-Tracking zuständig sind. Und ganz wichtig, hier oben drin, schauen wir mal, ob wir das sehen können auf der Kamera. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, denn hier oben drin sitzt nämlich noch eine Schraube, die müsst ihr lösen und rausnehmen, damit ihr dann auch das Gerät öffnen könnt. So, wenn wir das haben, können wir das Notebook schon einmal umdrehen. Und hier habe ich jetzt schon mal die Schrauben entfernt. Aber weil ihr müsst mir ja nicht zuschauen, wie ich hier Schrauben löse, das kriegt ihr auch alleine hin. Es sind ein paar, nämlich hier mehrere Reihen an Schrauben, müssten insgesamt 16 Stück sein, nee, 17 Stück, die ihr hier lösen müsst. Ganz wichtig, die beiden äußersten Schrauben hier oben, die direkt am Eck sitzen, sind ein bisschen dicker und länger als der Rest. Also die am besten separat legen, wenn ihr das aufschraubt. Nicht, dass ihr hier durcheinander kommt, weil die halten nämlich die Scharniere und müssen dementsprechend ein bisschen ja, kräftiger sein. Genau, wenn wir jetzt das Gehäuse öffnen wollen, dann haben wir hier an der Seite... Na, hier ist er jetzt schon raus. Hier steckt nämlich normalerweise so ein kleiner Blindslot im SD-Card-Reader. Den müsst ihr am besten entfernen, damit ihr das Gehäuse ordentlich öffnen könnt. Und dann einfach einmal hier die kleinen Haltenasen lösen. Dazu einfach so ein bisschen vorsichtig nach hinten ziehen. Und an den Seiten machen wir das letztendlich genauso. Was nämlich das Schöne ist hier an der aktuellen Version von 2017, ist, dass ihr das komplette Gehäuse öffnen könnt, indem ihr die Unterseite abnehmt. Na, jetzt komme ich gerade nicht dazwischen. So, genau. Indem ihr hier nämlich die untere Abdeckung abnehmt, statt wie beim 2015er oder 2016er Modell das Innere aus dem Gehäuse samt Display rausheben müsst. Das war alles ein bisschen umständlich gemacht und dann lag da noch so viel unterm Mainboard versteckt an Hardware. So, genau, weil es nämlich... Wenn ihr einen bestimmten Punkt überschritten habt, klappt das Ganze nämlich einfach nach außen und ihr müsst das dann nur noch ein bisschen nach links schieben und schon ist es offen. Nämlich ganz wichtig hier der kleine USB-Typ-C-Anschluss, der hier sitzt, der hakt sich hier so ein bisschen ein in im Gehäuse. Das heißt am besten immer wirklich auf der rechten Seite anfangen und ein bisschen nach links schieben, damit der hier rausrutscht und ihr nichts abbricht oder so. Ja, an sich sind wir dann auch schon fast fertig, weil im Gegensatz zu den alten Modellen haben wir natürlich alles auf einen Blick hier vor uns liegen. Wir haben den Arbeitsspeicherslots, sprich zwei Stück an der Zahl. Hier ist der M2 SSD-Slot, passend für M2 2280, 2260 und 2240. Dazu einfach hier die kleinen Abstandshalter rausschrauben und in einen der beiden anderen Punkte setzen, wenn ihr eben eine kürzere SSD habt. Ansonsten Festplatte ist hier, könnt ihr direkt austauschen, wenn ihr wollt. Arbeitsspeicher, wie schon gesagt, der Akku ist hier auch nur geschraubt, also den kann man auch problemlos austauschen, ersetzen, wie auch immer. Und das Kühlsystem reinigen geht hier eben auch ohne weiteres, hier kommt man auch sofort ran. Also kein Bedarf mehr, irgendwie das komplette Gerät zu sezieren, wie es eben bei den alten Versionen noch nötig war, wo man jetzt das Mainboard rausgefummelt hat und alles. Also ja, das war nicht ganz so elegant gelöst, aber hier jetzt eben doch deutlich besser. Ja, viel mehr, wie gesagt, gibt es schon gar nicht mehr zu sehen, was wir euch hier groß zeigen könnten. Deswegen machen wir jetzt wieder zu und da auch wieder von links anfangen. Ein bisschen darauf achten, hier den USB Type-C-Anschluss als ersten reinzuwürgen. Der ist nämlich ein bisschen zickig im Vergleich zu allen anderen. Na komm. So, na, er will immer noch nicht. Weil erst wenn der drin ist, geht das Gehäuse nämlich wirklich sauber zu.
Ja, das ist wirklich schwierig hier jetzt. Ein bisschen leichte Gewalt hilft auch bei Notebook-Gehäusen. So. Alles wieder eingerastet, Zierleiste drauf und dann sind wir auch schon fertig beim Aspire V-Nitron 17 Zoll, jetzt hier in der 2017er Edition und damit dann auch schon bis zum nächsten Mal.